Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WWE 2K17. Heute machen wir eine Battle Royale. Warum eigentlich nicht? Kann man mal machen. Eine Battle Royale mit B-Pointer, Manu Thiele, Dean Ambrose und Kevin Owens. Okay, Tyson Kidd gegen Brock Lesnar. Sehr realistisches Match, was denke ich auch nie wieder passieren wird. Vier Man Battle Royal over the top. Rope. Ah, Over the Top Rope, dass wir das zum ersten Mal hier in der Karriere anwenden. Ich habe es davor jetzt auch, glaube ich, noch nicht gespielt. Nee, privat habe ich es nicht gespielt. Also Royal Rumble habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht kommt's mal sehen. Ich habe ja in den vergangenen Jahren, also ich glaube 2016 habe ich es nicht gemacht, aber 2015, 14 habe ich mal so eine 30-Man Battle Royale gemacht, was ja auch Spaß gemacht, was natürlich auch sehr lange gedauert hat. Wo ich mit 2014 sogar mit dem richtigen Teilnehmer, wo ich den genommen habe, natürlich richtig lag. Gut, mit Batista war es auch nicht schwer. auch wenn ich mit dem nicht gewonnen habe, letztendlich in diesem Video. Aber gut, ihr könnt es auf jeden Fall nochmal anschauen. Ist ein schönes Video geworden. Super Video. Beste Part aller Zeiten. Nein, Spaß. Ja. Manus Entrance haben wir schon mal gesehen. Ja, haben wir schon gesehen. So. Dean Ambrose haben wir hier, den ja ehemaligen WWE World Champion, ne? Ist ja nicht mehr Champion. Ja, Manu Thiele, WWE Kommentator, Kevin Owens, Universal Champion. Das ist ja klar. So. Gut, Kevin Owens ist mein Gegner. German Suplex. Wir können auch jetzt nicht mehr aus dem Rope raus, weil das nicht mehr funktioniert. Okay, und jetzt. Clothesline. So. Piledriver. So. Ja. So früh geht's auch noch nicht wahrscheinlich. Ist klar. So, komm. Jawohl. Dass wir da noch nicht rausfliegen, ist klar. Oh ne. In so einer Situation sowas zu haben, das ist natürlich mies. Okay, jetzt kann natürlich Kevin Owens sehr, sehr gut dominieren. Warte jetzt erstmal. Oh, was macht der denn da? Entfernt er da den Turnbuckle oder was ist mit dem los? So. Kriegt er aber wieder zurück. Oh, das tut weh. Das tut weh, ne, Owens. Aber das kontert er wieder. Das kann er wieder extrem gut. Ja, come on, Owens. Komm, wir eliminieren mal. X, Dreieck, Kreis, Dreieck, X, Kreis, X. Und Owens ist raus. Kann man mal machen. Owens haben wir eliminiert. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen zu. Okay. So. Och, meine Güte.
Was ist das für eine Dummheit? So. Wir bearbeiten beide den WWE World Champion. Den ehemaligen. So. Das vereitelt mir sehr, sehr schnell. Ja komm, schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. Los. Schafft er das? Das schafft er nicht. Nee. Das sieht man schon. Mein Manu, was, wozu bist du denn in der Lage? Ah, dazu bist du in der Lage. Wunderbar. Netbreaker. Okay. Kneebreaker. So. Oh, Manu wie Point und Tag Team. Man weiß es nicht. Oh, wunderschöner Kick. Oh, nee, nee, nee. Was macht denn jetzt? Ah, Manu. So. Facebuster. Attackieren, komm, los. Mach ihn platt. Okay, Chancen sind da. Schafft er das? Schafft er es? Nee. Noch schon so lange. Nee. Okay, da helfe ich dir. Da helfe ich dir. Komm. Ja. Ja. Und draußen ist er. Okay, jetzt ist Manu und B-Pointe im Finale. Jetzt kommt die Armbar. Und die Armbar-Sequenz ist unnötig. Die nicht. Die nicht. Der Five. Der Five. So. Close Line. Phoenix Splash. Oh Gott. Hat er sich zu viel angetan? Nein. Er gewinnt. Nein, ey. Wie? Wie hieß er? Den Namen habe ich jetzt nicht gehört. Och, nee. Ey, dann gewinnt er noch. Nee, also... So ein Scheiß. Oh Mann. Okay. Die Revanche kommt in der nächsten Folge. Das ist doch mal eine schöne Story hier. Auch wenn es wahrscheinlich eher zufällig ist. Als wirklich geplant. Ja. Meine Güte, ey, das ist doch nicht wahr. Ey, das ist doch nicht wahr, dass der mich besiegt hat. Gut, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge rächen. Rache wird kommen gegen ihn. Da könnt ihr euch gespannt sein. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.